willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind in Hongkong. Es ist schon unser vierter Tag. Wir haben es noch nicht geschafft, groß zu vloggen. Aber heute haben wir uns vorgenommen, zumindest mal auf den Victoria Peak zu gehen. Jetzt muss ich aber erstmal drücken. Und ein bisschen durch die vielen Hochhäuser zu schlendern. Lecker zu essen. Das werden wir zuerst machen. Wir haben nämlich Hunger, Mittagessen. Hier in Hongkong ist das Hilton Garden Inn, relativ neues Hotel. Es gibt hier kein Hilton, es gibt hier nur noch einen Conrad, was relativ teuer war. Dann fangen wir mal gleich mit dem ersten und größten Vorurteil an. Hunde werden hier natürlich nicht gegessen. Es gibt hier auch, wie Dominik immer ganz gern sagt, keine schwarzen Töpfe, wo das eventuell drin sein könnte. Nein, also definitiv nicht. Ob das sicher ist? Mit Bambus ein Gerüst? Sieht nicht so vertrauenswürdig aus. Aber es hält. Es sind über 30 Grad und heute ist der erste Tag, wo es mal sonnig ist. Sonst war es bisher immer bewölkt und teilweise gewittrig mit starken Schauern. Und dann wieder warm, also sehr schwül warm. Wenn die bei Rot läuft, dann kann ich das auch. Ja. Aber man soll aufpassen hier. Ich sehe viele Einheimische, die sehr viel Respekt haben an der Kreuzung. Selbst wenn grün ist, man muss auf die Autos aufpassen. Hier wird anscheinend wohl nicht gebremst. Das ist Hongkong, Apple, China, Apple, wie man es auch nennen mag. Eine tatsächlich Kopie von vielen Apple-Produkten gibt es da drin und sogar der Laden ist sehr stark angelehnt an dem Design von Apples Geschäften. Ich sage euch, jetzt geht's ja noch. Nachher in der U-Bahn wird es richtig voll werden. Hongkong ist eigentlich gar nicht so groß. 7 Millionen Menschen leben hier, aber die Vielzahl oder die Menge der Menschen auf diesem kleinen Raum, es ist ja nur ein kleiner Stadtstaat in China, es sind einfach zu viele Menschen hier. Aber es ist aber eine schwere Auswahl hier an Restaurants, was zu finden, aber es gibt viele Restaurants mit Bildern, so wie hier. Ich denke, in sowas werden wir jetzt auch reingehen. Das ist hier immer so. Es ist so rappelvoll, auch die Restaurants, dass man irgendwo an einen Tisch mit rangesetzt wird. Man kennt hier also niemanden, aber kein Problem für uns. Dumplings oder hier, ja, da sind schon wieder Hühnerfüße drauf. Hühnerfüße esse ich nicht. Kaffee oder Wasser? Sind die Fragen. Lemon water. Lemon water. And the coffee. Coffee. Also bestellen nach Bildern funktioniert. Sieht doch lecker aus. Die sind doch wahnsinnig, dass du dir, das ist Zuckerwasser. Das haben wir gedacht. Du brauchst so viel Platz. Das Geld ist irgendwie ganz lustig, dass die 2-Dollar-Münze ist so ein bisschen gekringelt. Aber es ist ein ganz anderes Geld als jetzt ein Rest von China, weil es ja ein Stadtstaat ist und ehemalig britische Kolonie war, ist auch überall die Königin drauf. Jetzt geht's auch in das Zentrum erstmal. Jetzt nehmen wir uns eine U-Bahn hier. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist ein bisschen
bisschen windig. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Warte mal, ich gehe mal um die Ecke. Ja, wenn man hier nicht guckt, siehst du, das passiert nicht dann. Bremst, ja, sondern gehupt. Hier wirst du weggehupt. So, jetzt nochmal. Also U-Bahn fahren ist relativ einfach hier, aber die sind mega überfüllt. Ihr werdet es gleich sehen. Man kann sich hier auch so eine Karte kaufen, die man auflädt und auch teilweise für 7-Eleven zum Bezahlen nutzen kann. Hatten wir jetzt kürzlich auch in Taipei. Eine tolle Sache. Dann braucht man nicht so viel Bargeld haben, aber das haben wir uns für diese Zeit jetzt hier nicht gekauft. Rolltreppen sind hier bestimmt doppelt so schnell als bei uns in Europa, in Deutschland. Ist ein guter Trick, um hier, ich denke mal, das rege Treiben, ist nämlich ziemlich viel los, zu beschleunigen, damit man hier schnell raus und wieder reinkommt. Ja, da war es in Taipei geordneter. Da stand man in Reihe und musste erst warten, oder haben zumindest die ganzen Einwohner gewartet, bis die Passagiere aus dem Zug raus sind und dann sind sie erst rein. Guck, jetzt wird es aber leer hier. Jetzt ist übrigens die erste Station auf der Insel, denn Teile von Hongkong sind auf einer Insel, Hong Kong Island, da wo auch die meisten Hochhäuser stehen, lustigerweise. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die U-Bahn ist immer so voll, aber wir sind gestern gefahren. Es war eher Rush-Hour, würde ich sagen. Es war so 17 Uhr. Das war noch voller. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist jetzt schon voll, aber noch voller. Also wenn man Platzangst hat oder Menschenmengen nicht so gern hat, dann sollte man das hier meiden. Taipei und Bangkok, 7-Eleven gibt es überall. So, angekommen auf Hongkong Island. Da waren wir übrigens am ersten Tag hier in Hongkong mit dem Christian, den wir auf dem Singapore Airlines Flug kennengelernt haben, in einer Gin Bar. The Old Man heißt die Gin Bar. Die kann ich euch definitiv empfehlen. Da habe ich leider die Kamera nicht dabei gehabt, also kann ich euch auch keine Bilder zeigen. Aber es gab super leckere, spezielle Gin-Cocktails dort. Ja, das muss auch sein. Wir haben es nicht eingeschmiert im Zimmer, weil wir nicht wussten, ob es wirklich heiß wird, sonnig wird. Die letzten Tage war es ja, wie gesagt, bewölkt und regnerisch. Aber heute ist top. Peak Tram, mit der fahren wir, aber da müssen wir erstmal jetzt hinlaufen, das ist ja auch schon mal anstrengend, also wenn man, der Dominik ist ein bisschen müde. Wir haben übrigens ein Video online, da sprechen wir über unsere Kreditkarten im Ausland. Jetzt habe ich wieder mit meiner N26 Kreditkarte bezahlt, unsere wichtigste Kreditkarte auf Reisen. Einfach auf das hier drücken, dann könnt ihr euch nochmal alle Infos dazu anschauen. Das Ticket jetzt hier mit dieser Straßenbahn ist es ja gar nicht. Es ist eher so eine Tram, so ein Zug. Kostet 99 Hongkong Dollar Return, also hin und zurück.
Gute ist an dieser Kreditkarte, man hat eine App dazu und da sieht man sofort, was man jetzt Euro bezahlt hat. Wir haben jetzt 21 Euro bezahlt für das Return-Ticket, einmal hoch und zurück für zwei Personen. Ist okay. Pass auf. Also das ist ganz schlimm mit den Asiaten. Die stürmen rein und drücken einen zu. Ja, mich auch. Also die drücken einen zur Seite und versuchen nochmal durch die Beine vielleicht noch zu laufen, damit sie bloß die Ersten sind. Ich kann mich kaum halten, das ist so steil, geht's hier hoch. Das ist ja schlimmer als eine Achterbahn. Erlebnis, kann ich euch sagen. Wir fahren ja nochmal zurück, also haben wir das Erlebnis nochmal. Wie immer muss man, wenn man hier ankommt und raus will, erstmal durch den Souvenirshop. Was ist das? Ich gefunden habe. Oh. Die Lufthansa. Also es gibt ja dann hier am Endpunkt dieser Bahn schon die Aussichtsterrassen, aber die reicht uns nicht aus. Wir wollen noch höher und weiter. Dann gibt es noch einen Wanderweg zu dem Victoria Peak, also der Aussichtsplattform weiter oben. Da kann man aber nur hinlaufen. Wir haben heute Sport gemacht, machen wir es nochmal Sport. Es sind über 30 Grad, wir schwitzen wieder. Wir hatten ähnliche Situation schon in Taipei. Oh ja. Da sind wir auf den Elephant Mountain hoch. Dachte, noch lockere Sache. Aber da waren das so steile Treppen. Mega heiß. Wir haben geschwitzt wie noch nie, sage ich euch. Flitschnass war ich. Das Video müsste schon online sein. Am besten guckt mal in unserer Liste oder einfach auf das i drücken. Kannst du noch? Ja. Klitsche, klitsche, ich tropfe. Wir sind eigentlich schon wieder zu früh da. Wir wollten zum Sonnenuntergang kommen, weil da sicherlich das Licht am besten ist. Aber es ist erst 16 Uhr, es dauert noch 3 Stunden. So lange werden wir nicht hier bleiben. Endlich geschafft, Leute. War noch anstrengend, aber das soll sich ja auch lohnen. Schaut euch das an. Oh, wow. Da hinten ungefähr ist die Plattform, wo wir angekommen sind. Und dann sind wir hier lang und hoch gelaufen. Wir haben versucht, hier mit der Drohne zu fliegen, aber die vielen Funkmasten dahinter uns, die stören das Signal der Drohne so dermaßen, dass wir nicht weiter fliegen konnten. Nur ein bisschen, vielleicht können wir euch was zeigen oder halt auch nicht. Ihr werdet es jetzt sehen.
einer guten Zeit sogar da. Da war ganz, ganz wenig an Leuten angestanden. Und jetzt stehen sie sogar da drüben auf der anderen Straßenseite, um da hochzukommen. Das ist unglaublich. Die gibt es aber nur auf der Inselseite, also da auf Hong Kong Island. Dort sind diese alten Straßenbahnen. Und schon sind wir wieder zurück in der Nähe von unserem Hotel. Da gehen wir jetzt auch hin, uns kurz ein bisschen frisch machen und dann eventuell umziehen. Und Hunger haben wir auch schon wieder. Was mich ja total nervt hier oder uns beide, hier ist Linksverkehr, ja, in Hongkong. Dann denke ich doch, dass man auch links läuft. Aber das tun die nicht. Die laufen immer links, rechts, können sie alle nicht entscheiden, dann weiß ich auch nicht, wo ich lang laufen soll. Also es ist immer eine Tortur hier, über die Straße zu laufen. Bauweise hier in Hongkong interessant. Die machen ewig hohe Gebäude, ja, aber da sind die total schmal. Wie das jetzt hier. Es gibt nur einen Gang und nur links ein Zimmer. Rechts ist gar nichts. Also das kann man sich vorstellen, maximal 20 Meter breit das Hochhaus, aber 100 Meter hoch. Und das Zimmer ist auch ziemlich klein hier. Eigentlich alle Zimmer hier im Hilton Garden Inn in Hongkong sind klein. Also ich glaube, das ist sogar das kleinste Zimmer, was wir jemals bei Hilton hatten. Ach ja, wir gehen jetzt gleich nochmal in die kleine Lounge, an die Bar. Wir nehmen ja meinen Welcome Drink hier frei und arbeiten da noch ein bisschen. Müssen noch einen Post machen, unser Kreditkartenpost. Der wird wahrscheinlich heute online gehen. Toll, wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr die Turkish Airlines Lounge in Istanbul? Da gibt es auch ein Klavier, was von selbst spielt. Das sind Dim Sum. Wer es nicht kennt, ich kann es gar nicht richtig erklären, was es ist. Das sind gedämpfte chinesische Speisen. Meistens eine Art Nudelform drumherum und innen drin sind verschiedene Zutaten. Es gibt die mit Fleisch, es gibt die vegetarisch, mit Hühnchen oder auch Meeresfrüchte. Das Gelbe wird mit Sicherheit Meeresfrucht sein, also irgendwie Krabbe oder Schrimps. Und in den anderen wird Schweinefleisch oder es wird vegetarisch sein. Sehr interessant. Wir sind jetzt hier auf diesem Temple Street Night Market. Ist nicht weit weg von unserem Hotel, ungefähr 1 Kilometer 300, also 1,3 Kilometer. Hier soll man wohl die meisten gefälschten Waren kriegen, also aufpassen. Ja, hab mich gerade verschluckt. Ach, war zu scharf? Nee. Wir waren gerade, das habe ich leider nicht aufgenommen, in einem Restaurant. Wir waren die einzigen Europäer mal wieder. Und die haben sich da aufgeführt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. An einem riesen Tisch saßen da einer Lautstärke, haben und sich unterhalten und gegrölt und gegessen. Das war irgendwie lustig. Was hast du denn da? Es gibt Grußkarten mit Flugzeugmodellen, die haben wir schon. Man klappt es auf. Man klappt es zu und dann kann man es reinschreiben. Also was heißt, kann man reinschreiben? Quatsch. Es ist zu und dann wird es zu dem, wenn man es aufklappt. Oh ja, guckt euch das mal an, hier in die Antonov. Wow. Zumindest sieht sie so aus. Das ist dann mein Tisch, ja. So, jetzt haben wir was gekauft. Wir haben uns Apple Watch Armbänder gekauft. Mit Sicherheit gefälscht. Das ist wie in Thailand. Unbedingt
handeln hier. Am besten der Preis, der genannt wird, nochmal die Hälfte runter und dann trifft man sich irgendwo dann von in der Hälfte der Hälfte. Habt ihr dieses Flugzeug gesehen? A350 soll das sein. Passt nicht so ganz. Auf dem Nachtmarkt kann man nicht mit Kreditkarte bezahlen. Wir haben ja kürzlich unser Video zur Kreditkarte und unsere Lieblings- oder besten Kreditkarten im Ausland veröffentlicht. Aber es geht ja nun mal nicht auf dem Nachtmarkt. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Geld tauschen. Wir hätten noch Geld abheben können, aber muss ja nicht sein, wir haben ja Bargeld dabei. Wechselkurs ist übrigens, sage ich mal, wenn ich 100 Euro wechsle, kriege ich ungefähr 919 Hongkong-Dollar raus.